Hallo, hallo, ihr Lieben, ich bin's, eure Fussel. Ja, ich war ein bisschen kreativ und wollte ich euch gerne zeigen. Ich habe ja nicht mehr viel, was ich so verbasteln kann, weil ja alles schon verpackt ist. Und trotzdem habe ich trotzdem noch was gefunden auf meinem Schreibtisch. Oder besser gesagt, hier in so ein paar kleinen Kästen. Und Gott sei Dank. Ja, und dann habe ich einfach ein kleines Junk Journal. Ein Elfen-Junk-Journal gebastelt. Aus den Sachen, die ich eben noch so gefunden habe. Die noch nicht verpackt waren. Ja, dann zeige ich euch das mal. So sieht das aus. Hier ist so ein großer Schlüssel drinne. Hier die Elfe im Hintergrund. Das kann man hier auch noch aufmachen. Und kann dann hier, ne, hier rein und kann sich dann hier das rausziehen. Ne? Und dann habe ich hier dieses schöne Borte aufgeklebt. Und dann hatte ich ja bei Funkekram gesehen, die hatte ein Elfenjournal gemacht, und zwar für Jungs. Aber mir hat das auch ganz gut gefallen, muss ich ehrlich zugeben. Und da ich aber keine Blätter hatte, wie sie, ich hatte Gott sei Dank diese wunderschönen Blümchen hier von meiner Sis. Die hatte sie mir nämlich geschickt. Und da habe ich gedacht, Mensch, da machst du das einfach mit diesen Blüten. So, und dann wollen wir mal anfangen. Ja, hier draußen, also hier außen, habe ich halt mit Borten gearbeitet. Mit Spitze. Und hier hinten auch. Hier vorne habe ich dann diesen wunderschönen Sticker aufgeklebt. So, und dann fangen wir mal an. Hier habe ich einfach so, das war eine Werbung, das war so ein Bastelheft. Und da waren dann halt so Sachen drin. Wie diese Stempel zum Beispiel. Das ist ein Stempel. Und ich habe mir die Bilder dann ausgeschnitten. Und habe mir das einfach hier raufgeklebt. Hier hatte ich ja diesen kleinen Block. Den habe ich von Petra mal bekommen. Und den habe ich mir einfach hier reingeklebt und hier kann man sich dann kleine Notizen machen, wenn man will. Und hier könnt ihr schon sehen, habe ich dann diese Blumen auch mit reingeklebt. Und mit so einem kleinen Brett oder mit so einer kleinen Halbperle, ja, noch geschmückt. Und dann habe ich hier natürlich Taschen eingebaut. Und in der Tasche ist zum Beispiel diese hier drin. Passt sehr schön zu ihr hier, ne? Und das ist auch wieder ein Stempel. Und ich habe mir einfach das Bild ausgeschnitten und habe es raufgeklebt. Das war, wie gesagt, aus so einer Bastelzeitschrift. Und ich habe die ganze Bastelzeitschrift benutzt. Hier ist zum Beispiel ein schöner Tag. Den hat die liebe Silke gemacht, meine kleine Sis. Da habe ich mehrere von bekommen. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, das passt sehr gut hier auf die Seite. Und ich benutze den Tag nicht als Tag, sondern dass ich mir hier so ein paar Kärtchen hinterschieben kann. Und wenn ich die mal brauche, weiß ich immer, wo die sind. Und dann hole ich mir die raus und verarbeite die. Hier sind auch Kärtchen drin. Die sind dann so naturmäßig. Passt schön, finde ich. Ja, dann habe ich hier so eine kleine Elfentür. Die habe ich von Funkelkram. Die musste natürlich hier mit dran. Und dieses hier war auch in diesem Heft drinne. Und ich finde die sowas von süß. Ich finde die sowas von süß, dass ich die einfach nicht. Ja, ich musste die einfach da reinkleben. Es ging nicht anders. Richtig, richtig schön. Ganz, ganz süß. Und ich habe das noch nicht groß gestresst. Das kommt noch. Hier habe ich auch so Ecken reingemacht, wo man was drunter schieben könnte. Der Schmetterling ist beweglich, der kann auch fliegen. Ja, und der Hund, der war halt dabei, dieser Pudel. Und da habe ich den halt mit benutzt. Hier ist dann auch wieder eine Tasche drin, wo man was reintun kann. Und dann habe ich hier einfach so ein Stück Papier genommen, weil das so schön dir dazu passt. Und habe mir das darauf geklebt.
da reingemacht. Hier habe ich dann auch wieder die schönen Text von meiner Sis. Die hat sie echt schön gemacht, muss ich sagen. Das sind zwei Stück. Ne? Und die passen von den Farben so wunderbar hier rein. Und so sind die geschützt. Und wenn man was braucht, kann man das rausnehmen. Hier habe ich eine Elfenkarte aufgeklebt. Ich liebe ja die Flower Fairies. Und hier habe ich diese wunderschöne Karte. Mit dieser wunderschönen Feder. Ja, und die musste natürlich auch mit hier rein. Ist ja klar. Und dann habe ich hier noch was drin. Das passt jetzt zwar nicht so ganz dazu, aber dieser Spruch, den finde ich schön und deswegen ist es hier mit reingekommen. Ja, hier habe ich dann diese Karten, die mir Silke geschickt hat. Habe ich hier auch Murmel, das finde ich auch. Die Sprüche finde ich immer ganz nett. Passt auch gut. Ja, und die ist natürlich wunderschön. Die ist hier auch mit reingekommen. Dann habe ich hier wieder also praktisch, dass man einen Brief reinstecken kann. Und hier habe ich eben auch wieder so eine tolle Karte. Motivation. Passt super zu der Seite hier, finde ich. Und deswegen ist die hier drin. Hier habe ich auch eine Karte von Silke. Traumhaft, einfach nur traumhaft. Von hinten sieht sie so aus, sehen alle so aus. Man könnte sie auch einkleben, aber nee. Mir ist das einfach zu schade. So, hier ist dann ein Märchen reingekommen, das ich auch ein bisschen dekoriert habe. Mit diesen wunderschönen Halbperlen. Hier ist eine verrutscht, sehe ich gerade. Das passiert, das ist nicht schlimm. So. Und dann habe ich hier auch mit so Kärtchen gearbeitet. Auch wieder mit einer Flower Fairies. Die ist dann auch mit hier reingekommen. Die ist laminiert. Hier ist ein Briefumschlag. Den habe ich mal von meiner Freundin Bastelmariechen gekriegt. Und den finde ich so wunderschön, weil das schön glänzt. Und der kommt natürlich hier mit rein. Also diese hier, Moment, diese hier, das war die Karte. Also das war das Papier praktisch. Ne? Und das habe ich hier mit reingearbeitet. Ja. Dann habe ich hier noch gar nichts gemacht groß. Die hatte ich euch schon, nee, die hatte ich euch noch nicht gezeigt. Hier ist auch eine Karte drin. Hier habe ich noch nichts gemacht groß. Da habe ich nur diese Karte angebracht und das Blümchen. Hier auch nicht. Hier habe ich dann wieder so ein Tag benutzt als Bellyband. Kann man was reinschieben, wenn man möchte. Hier ist natürlich auch eine Tasche. Die Karte habe ich aufgebracht. Die kann man gut als was zum Reinschieben nehmen. Hier diesen wunderschönen Schmetterling und diese Halbperlen. Das kann man natürlich auch aufmachen. Man kann das hier rausnehmen. Das ist auch eine Tasche. Ja, hier habe ich schon mal die Rose reingetan. Da wusste ich noch nicht, wie ich die verarbeiten werde. Hier habe ich mal so eine Tasche gemacht. Dann ist dann hier der fette Doily drin von Funkelchen. Und hier habe ich noch gar nichts gemacht. Und hier auch nicht. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Ja, und von hinten sieht so aus. Und ich habe die meisten Sachen von Silke benutzt. Auch die Bänder, die Blumen, die Sticker, die Blüten. Und hier, das hat sie auch selbst gemacht. Das habe ich alles benutzt. Wunderschön. Passt zu diesem märchenhaften, süßen Journal. Ich liebe es. Ich finde es irgendwie magisch. Ganz verschieden. Und trotzdem passt alles irgendwie zusammen. Natürlich muss ich noch ein bisschen mit Farben arbeiten. Das mache ich auch noch. Die Ränder bleiben natürlich nicht weiß.
Aber nur, dass ihr mal seht, wie wunderschön das geworden ist. Ja, ihr Lieben, das war meine kleine Bastelei. Mir geht es soweit ganz gut. Bin jetzt wieder auf meine alten Medikamente runtergefahren. Und in ein paar Tagen werden wir sehen, wie es weitergeht. Oh, ich halte euch auf dem Laufenden auf jeden Fall. Ja. Und sag euch, bleibt gesund, passt auf euch auf. Ne? Gesundheit ist das Wichtigste. Bis dann, erstmal eure Fussel.